Ich zeige euch, wie man elegante Häkelketten häkelt. Ich habe hier ein Beispiel. Und zwar brauchen wir dafür Glasschliffperlen. 127 Perlen müssen das sein. Die Kette ist ungefähr 44 cm lang. Ich habe hier einen anderen Farbton genommen. Und zwar habe ich hier helle, braune und schwarze Perlen ausgesucht. Wir benötigen einen Verschluss. Um die Kette dann zu schließen. Dann benötigen wir eine Häkelnadelstärke 1,25 und Baumwolle, dünne Baumwolle, in dem Braunton habe ich genommen. Dann eine Nadel zum Auffädeln für die Perlen. Hier habe ich schon mal ein Stück vorbereitet. Vorgehäkelt. Das sieht dann zum Ende so aus, wenn wir die Ketten, die Perlen häkeln. So, wir fangen an mit dem hellen Ton, mit der Farbe Beige, dann Braun, Braun und dann Schwarz. Nach der Perlenfolge müssen wir dann gehen. Also ich zeige es nochmal. Braun, beige, braun und die Farbe schwarz. Die 127 Glasschliffperlen auf unser Garn auffädeln. Und dann fangen wir an, dieses zu häkeln. So, wir nehmen die Nadel raus, nachdem wir alle aufgefädelt haben, und fangen an mit dem Häkeln. So, wir lassen ein Stück Garn auf die Seite, auf die rechte Seite und machen eine Luftmasche. So, dann fangen wir an, die Perlen nach vorne zu schieben. Nicht alle, aber erstmal ein paar, damit es leichter mit dem Häkeln geht. So, dann fangen wir an mit dem Rundhäkeln. Und zwar nehmen wir uns eine Perle vor. Und machen eine Masche, eine feste Masche, wie hier. Dann nehmen wir die nächste Perle und häkeln sie genauso. Die Perle immer so zurechtrücken. Dann kommt die beige Perle. So haben wir sie schon mal aufgereiht. Ich zeige dir im zweiten Video, wie es weitergeht.